Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Reddit und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Freunde, heute gibt es eine Teambewertung und ich bin leider gebrochen. Zwei Controller haben es leider von mir abbekommen. Keine Schultertasten mehr. Sind zwar noch stabil, aber hier so ein bisschen gerissen. Ja. Was soll man machen? Man kann so viel erzählen, aber leider ändert sich nichts. Ist aber auch nicht das Thema. Heute möchte ich euch meine Abgangskandidaten erzählen und wer meine neuen Kandidaten sind. Und ja, fangen wir mal an. Bevor wir aber auch loslegen, würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr das Ganze liked, einen Daumen nach oben da lässt, dass ihr den Kanal abonniert. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Media Kanälen. Unten rechts hier seht ihr es. Und da bin ich auch aktiv. Und da würde ich sagen, legen wir los und fangen wir bei dem Torwart an. Hugo Lloris. Also ich muss, bevor wir zur Weekend League kommen, muss ich sagen, ich hatte das Team ja auch schon vorher gehabt. Aber da war es ein ganz anderes Gameplay als heute, also dieses Wochenende jetzt. Und da hat es sich 10-mal besser angefühlt. Und nachdem dieser Patch gekommen ist, hat sich alles komplett verändert. Ich kann keinen Pass mehr spielen, ohne dass ich den verliere. Ich kann mich nicht bewegen und dann noch passen. Da hat der Gegner direkt an den Ball, ist ja auch, naja. Ich will die Fehler nicht bei den Spielern oder so suchen. Ich suche eigentlich die Fehler nur bei mir. Aber es geht, ich suche, aber es geht halt nicht anders. Kommen wir zu Hugo Lloris. Ein guter Torwart. Torwart, muss man auch ehrlicherweise zugeben, sind viel zu stark. Wird wahrscheinlich auch wieder ausgepatcht werden. Und ja, sehr, sehr schwer, überhaupt Tore zu schießen. Hat aber seinen Job gemacht. Gute Paraden. Kann ich weiterempfehlen. Und ja, werde aber wahrscheinlich auch mein Torwart wechseln. Ist aber jetzt nicht so wichtig, das wird erstmal noch was dauern mit dem Torwart, aber wir werden auf jeden Fall in der Premier League bleiben. Kommen wir zu Akanji, leider die Gold-Version, der hat ja eine Inform, aber auch er macht seine, bringt auch seine Leistung, sorry, mein Controller ist leider hinüber. Ich kann leider nicht auf seine Stats draufgehen, oder geht das so? Ja, geht so, defensives Bewusstsein, man kann halt nicht die detaillierten Sachen halt sehen. Auf jeden Fall, Antritt war okay, aber war halt schwer hinterher zu laufen, weil die Gegner halt viele lange Meterläufe gemacht haben, die sehr schwer waren zu verteidigen. Und bei den Sechser war halt immer wieder das Problem, dass da zu großen Abstand war vor der Abwehr. Da konntest du halt gar nichts verteidigen. Aber dennoch hat er mich aus Situationen auch rausgebracht, die sehr kritisch waren. Und ja, würde ich sagen, eine stabile 7 von 10. Lloris würde ich auch eine 7 von 10 geben, aber da die Torhüter sehr stark momentan sind, würde ich eine 8 von 10 geben. Und ja, Akanji eine 7 von 10, sehr stabil. Kommen wir zu Ake. Ake hat wirklich auch alles rausgeköpft, was es gab. Auch sehr gute Tackles mit Akanji zusammen. War auch ebenfalls schwer, die Läufe halt zu verteidigen, da viele auch Haaland hatten und spanische Stürmer, Deulofeu habe ich gesehen und so weiter. Ja, sehr, sehr schwer. Aber auch er bekommt eine 7 von 10 von mir. Kommen wir zum Rechtsverteidiger Dalot. Normalerweise wollte ich Mbabu oder einen anderen. Ich war die ganze Zeit auf Mbabu drin. Da wollte ich Reece James, war aber auch sehr schlecht gewesen, fand ich. Und dann habe ich einfach Dalot mitgenommen, auch als Invest gleichzeitig. War okay am Anfang, aber nach dem Patch, ehrlich gesagt, sehr, sehr schlimm. Hat gar keine Läufe mehr nach hinten gemacht, sehr langsam gewesen. Und Tackles waren am Anfang super stark, aber danach irgendwie gar nicht mehr. Ich habe auch übrigens am Morgen einmal Rivals gespielt, da waren die Verbindungen viel, viel schöner als nachmittags, weil da einfach nur die Hölle wieder los war. Leider eine 6 von 10 ist halt okay, aber nicht meins.
kommen wir zu Malasia. Und Malasia ist für mich mit Abstand der Beste im Team. Er ist, wie groß, der ist gar nicht groß. Kann ich auf den drauf? 1,69. Er hat Flanken weggeköpft. Da denkst du, der ist Nate Robinson und im Training und springt über Shaquille O'Neal. Das ist Wahnsinn, was der da rausgeholt hat hinten. Für mich der beste Linksverteidiger überhaupt. Kann ich jedem nur weiterempfehlen, der auch in der Premier League ist. Weiß jetzt nicht, wen es als Alternativen in der Premier League gibt. Würde mir eigentlich sofort einfallen, aber bin leider gebrochen. Malasia, sehr gut. 8 von 10, definitiv. Ich würde eine 9 von 10 geben, aber ich will halt nicht so übertreiben mit den Bewertungen. Aber eigentlich hat er eine 9 von 10 verdient, aber manche Situation war der halt auch wieder... aber trotzdem war der wirklich, wirklich gut. Kommen wir zum nächsten Brett überhaupt. Ich wollte eigentlich gar nicht Adama Traoré spielen, nachdem es aber bekannt war mit dem Lengthy und so, was aber auch wiederum bei der PS4-Version ja gar nicht gab. Trotzdem war der aber mit Marksman komplett so gut, sehr stark, richtig gut. Hat seine Läufe an der Außenbahn so gut gemacht, hat die Leute weggecheckt, gut getackelt, auch mit nach hinten gelaufen. Wirklich, wirklich gut. Auch er kriegt eine 8 von 10 von mir. Sehr weiter zu empfehlen. Macht ihn euch. Aber er wird noch zwar lange bleiben, aber wir werden auf dieser Position definitiv ja auch auf Garincha sparen. Und ja, auf jeden Fall Adama Traoré, Testobombe, 8 von 10. Kommen wir zu dem schlechtesten überhaupt. Der war wirklich, wirklich vor dem Patch sehr gut gewesen. Wirklich. Er hat gute Pässe gespielt, super Läufe gemacht. Aber ja, war halt sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, klar, 63 Tempo, aber er konnte halt wirklich gut zurücklaufen. Manchmal hat er wirklich sogar schneller. Ich weiß es nicht. Aber ja, er bekommt von mir eine 5 von 10. Also ich will jetzt nicht zu hart die Leute unterbewerten. Hat auch seine Bälle rausgeholt hinten. Weiß jetzt nicht, ein, zwei Tore hat er auch geschafft, aber sonst hat er mich gar nicht überzeugt. Und ja, das dazu. Kommen wir zu Fabinho. Fabinho war schon eine ganze Ecke besser. Kriegt eine 6 von 10 von mir, weil er auch viele Bälle verloren hat, sich nicht drehen konnte, weil ich einfach wieder keine Kontrolle über das Spiel hatte. Keine Pässe, obwohl er Passwerte sehr gut hat. Was sagen die Passwerte? Kann man die sehen? Ja, ich kann jetzt leider wegen der Schultertasten kann ich leider nicht switchen. Aber normalerweise hat der guten Pass- oder Schusswert. Kriegt eine 6 von 10 von mir, aber war jetzt auch nicht das Beste. Ja, dann kommen wir zu Jadon Sancho. Kriegt eine 7 von 10, hat seine Läufe gemacht vor dem Patch, als auch nach dem Patch. Ja, will jetzt aber nicht komplett alles auf den Patch aufschieben. Ich erzähle halt nur die Veränderungen von den Spielern. Und ja, hat eine gute Leistung gebracht. Deshalb, ja, Jadon Sancho. Ja. Gehen wir weiter zu Rashford. Rashford, ganz klar der bessere als Firmino. Rashford kriegt eine 7 von 10 von mir. Und ja, hat seine Tore gemacht, seine guten Läufe gemacht. War halt auch manchmal wirklich an der Sackgasse drin, weil ich einfach nicht durch konnte, weil die Innenverteidiger viel zu stabil waren. War aber auch okay, hat seine Tore gemacht, aber war halt nicht das Überzeugendste von mir gewesen. Ja. 7 von 10. Kommen wir zu Firmino. Eine 6 von 10. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Klar, der schlechtere als Firmino, obwohl er eine 83er Bewertung hat. Keine Ahnung. Ich bin halt mehr so gerne der Skiller, deswegen habe ich den auch nach vorne hingestellt, aber der wird definitiv wegkommen. Das ist auf jeden Fall klar. Muss man auf jeden Fall gucken, wen wir da bauen werden. Dazu kommt auch noch ein Video. Und ja, Roberto Firmino, ganz klar eine 6 von 10. Hat
Hat zwar auch seine Longshot-Tore gemacht und weiter mit Rashford zusammen, aber hat sich manchmal dann danach angefühlt, als wenn du, keine Ahnung, einen Panzer hattest. Genauso wie bei McTominay. Die beiden mit Abstand die schlechtesten Karten überhaupt. Ja, dann würde ich sagen, das war's vom Video, Freunde. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Ich versuche öfters Teambewertungen zu machen, aber da ich ja eine RTG spiele und nicht jetzt so der professionelle Trader bin, muss ich halt gucken, ob man auch bei der nächsten Weekend League, wenn die neuen Spieler da sind, auch eine Teambewertung mache. Denn man hat ja wirklich jeden Tag gefühlt ein anderes Gameplay, aber ja, mal schauen, Freunde. Das war's von mir. Macht's gut, euer Khaled ist draußen und ciao.